So, weiter geht's mit dem Paladin. Und zwar mit dem Rare Deck diesmal. Es hat sich nicht recht viel verändert zum Common Deck. Ich werde es wieder mehr Aggro machen, weil Late Game ist schon eher Epic und Legendary schwer. Und die Rare-Karten, die ich jetzt hinzugefügt habe, war der Knife Juggler. Der ist halt wirklich eine sehr gute Erweiterung in Sachen Aggro. Und eigentlich habe ich es ein bisschen verlangsamt, aber nicht viel. Also dadurch ist es einfach stärker jetzt dafür das Midgame. Und zwar mit Aldor Peacekeeper. Der macht einfach einmal einen Vierer oder höheren Drop einfach ziemlich nutzlos. Und der Defender auf Argus habe ich statt dem Dark Iron Dwarf drinnen. Ist zwar ein bisschen langsam, aber es gibt einmal einen Taunt gegen gegnerische Aggro-Decks. Der Unterschied von Basic auf Common ist allerdings um einiges größer von Common auf Rare. Das heißt also auf Rang 18 und schauen wir mal, wie weit wir da jetzt in einer Stunde kommen. Opponent geht dahin. Den Hammer of Wrath braucht man noch nicht. Der Rest schaut soweit mal ganz gut aus. Ich hoffe, er hat keinen Cleric, denn der taugt mir jetzt gar nicht so, wenn ich einen Leper-Gnome spiele. Aber dann zieht er halt leider eine Karte. Er tauscht. Wie viele Karten tauscht er? Eine Karte tauscht er. Scheint, er hat die eine oder andere gute Karte fürs Early. Okay, ich glaube, einen Cleric hat er nicht. Ich glaube, den hätte er sonst schon gespürt. Vielleicht überlegt er sich gerade, ob er Shadow Word Pain spielen soll mit der Coin. Ist wahrscheinlich weniger zu empfehlen. Na, hat er ja Holy Smite. Ja, dann. Er hat vielleicht sogar noch einen Cleric. Ja, na gut. Das finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Ich lege jetzt mal den Fairy Dragon, der kommt nämlich recht gut zurecht mit dem Northshire Cleric und er kann eigentlich ja gar nichts dagegen machen, außer einmal Power Word Shield geben, das geht. Okay. Du hast den hier räume ich ab. Möchte ich ihn jetzt buffen? Ja, schon. Oder Knife Juggler zuerst? Nein, speziell den Knife. Naja. Besser nächste Runde Argent Protector und Knife Juggler. Den Fairy Dragon zu buffen ist sehr cool, weil der einfach wirklich schwer zum Killen ist. Also er braucht der Holy Nova, damit er den killen kann aktuell. Oder a Shadow Madness. Das war jetzt mal das erste Shadow Word Pain. Ich werde einen Knife Juggler spielen und den Fairy Dragon protecten. Und zwar somit überlebt er a Shadow Madness bzw. a Holy Nova. Vor Minions kann ihn wahrscheinlich mit den True Silver Champions ziemlich gut beschützen. Fairy
Fairy Dragon möchte nach wie vor am Leben erhalten. Das ist genau das Richtige. Komm schon, triff ihn. Sehr schön. Okay. Noch einmal mal den aus dem Weg. Und ich opfer zwar jetzt meinen Argent Protector, aber dafür ist der ziemlich sicher. Der Knife Juggler ist auch noch der Vino ziemlich safe. Ich kann nur killen, wenn er Shadow Man ist. Oh, you. Naja, gut, ich habe wieder einen zweiten. Wir könnten damit Aldo Peacekeeper killen. Na, das passt schon so. Was ihr machen könnt, was wahrscheinlich gescheiter gewesen wäre, ist zuerst den Silverhand Recruit spielen, schauen, ob ihr den Acidic Swamp mit dem Knife trifft und dann mit dem Argent Squire killen. Das wäre wahrscheinlich jetzt gescheiter gewesen. Also das war jetzt eigentlich ein Spielfehler. Dafür wäre ein Charge von meinem True Silver Champion braucht. Das wird nicht hinhauen. Und Holy Nova. Leider funktioniert das nicht auf ihn. Ich glaube, das wird eine fade Runde von mir. Aber ich werde das einfach so machen. Jetzt habe ich ziemlich hohe Chancen, dass ich die nächste Runde finishen kann. Den kann er nämlich wieder nicht wirklich killen. Ah, you! Hat einen zweiten Acidic Swamp Ooze. Na gut. Noch immer den mal und gehen wir direkt drauf. Und mit dem Shadow Madness kann er jetzt ziemlich gut aufräumen. Das war jetzt wieder mal vielleicht dann so ein Fall von besser aufräumen, als wie was anderes zu machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt aufgeräumt hätte, dann wäre etwas anfällig für Holy Nova wieder. Es kann schon sein, dass er nur eine zweite hat. Fort Steel. Ja, er kann einen Argent, also einen Defender auf Argus ziehen. Oder einen Aldo Peacekeeper. How are the chances? Einer und unter 19 Karten und er zieht mit dem Fort Steel einen meiner alter Peacekeepers. Aber irgendwie hat er übersehen, sie zu heilen. Na gut. Na gut. Also es war jetzt nicht unbedingt so perfekt Spiel von mir, aber es ist ja trotzdem ausgegangen. Wieder ein Worthy Opponent. Also den Leper-Gnome nehme ich gern. Blessing of Kings brauche ich noch nicht. Defender of Argus brauche ich auch noch nicht. Möchte mehr aggressivere Sachen haben. Fairy Dragon ist super. Gefällt mir sehr gut. Interessant, okay. Ja,
Also ein Murloc spielt er sicher nur, wenn er was mit Bloodlust machen möchte. Kann sein, dass er ziemlich viele Tokens produziert. Oder direkt Murloc spielt. Also es wird beides funktionieren. Das heißt, ihr müsst die Murlocs abräumen. Es nicht zu tun wäre jetzt zu großes Risiko für mich. Okay, na gut. Schön gemütlich alles abräumen. Schauen wir mal, was jetzt noch so kommt. Was der Murloc Tidehunter hat mich schon ein bisschen verwirrt. Okay, das war mal der erste Lightning Storm. Es wird ein bisschen eine lame Runde. Aber ich habe wieder zwei Minions an Bord und ich kann mit meiner Hand ziemlich viel mit denen machen. Beispiel einen Armani Berserker killen. Das werde ich mit dem True Silver Champion machen. Den killen wir hier. Und da greift man nur an. So. Die Hand gefällt mir jetzt nur gut. Wie gesagt, er kann vielleicht nur seinen zweiten Lightning Storm spielen oder Fork Lightning, ist beides unangenehm. Defend of Argus Kinder wahrscheinlich jetzt nächste Runde und bufft auch zwei Minions, es sei denn, ist ein Lightning Storm. Ah, jeder hat seine Acidic Swamp Boost heute. Es wirkt mir so, wie wenn da ziemlich aggro gespielt werden würde. Aber gut. Da räumen wir mal ab. Und gehen wir uns mal zwei Taunter. Ich hoffe, er hat jetzt seinen zweiten Lightning Storm nicht. Das kann mir von Karten her ziemlich weit zurückwerfen. Weil er hat schon einen gehabt. Die Chancen, dass der Lightning Storm da drin ist, sind recht hoch. Ich glaube, ich werde jetzt einfach auf Angriff umschalten. Zuerst tausche ich da nur mit dem hier. Pumpt mir hier noch einen Taunter und gehe direkt aufs Gesicht. Also mit dem Zug habe ich ihm jetzt ziemlich Druck gemacht. Er muss jetzt eigentlich aufräumen. Mit 13 Hitpoints geht das jetzt alles ziemlich schnell. Jetzt kommt vielleicht der Hex. Nein. Und Demolisher, okay. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, er hätte mir den 7-6er gekillt. Dann hätte das nämlich jetzt überlebt. So schaut es etwas schlecht aus. Okay. 2-0. So,
So, jetzt gehen die Bonus-Stars hoch. Hoffentlich. Ich habe immer noch keinen einzigen Charakter auf 60, auch wenn der Druide mit 55 schon relativ weit ist. Aber die Levels, die dauern ganz schön. Also sicher schon über 2000 Spiele. Behalte ich mir den Drew Silver Champion? Nein, ich hoffe da lieber nur auf einen Fairy Dragon oder einen Knife Juggler. Leider nicht, okay. Das soll ich da noch was nachlegen gleich. Der Argent Squire. Eigentlich kann ich den gleich nachlegen. Ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Sinn darin, dahinter die Coin aufzubehalten, ne? Er spielt jetzt eigentlich nichts, wo er im nächsten Zug einen Peacekeeper haben möchte. Der Mani Berserker ist das sehr cool. Einfach wegen dem Argent Protector. Nächste Runde wäre ein Swipe möglich, aber da habe ich den Armani Berserker gegebenenfalls schon protected. Okay, der Armani Berserker, der macht gar nichts mehr. Abusive Sergeant und Argent Protector wäre eine Möglichkeit. Er befürchtet Swipe. Ja, das sind eigentlich recht gute Tricks, um mit seinen Minions umzugehen. Wenn ich die jetzt nicht spüre, kann er zwar swipen, aber ich habe immer nur eine gute Hand gegen Minions, die er dann nachlegt. So, clearen wir mal den hier. Buffen wir den. Swipe wollte er schon mal nicht spielen. Kann nicht sein, dass er dann keinen hat. Und jetzt habe ich nämlich nur einen Divine Shield, der von Blessing of Kings ziemlich rein hat. Machen wir Druck, ja. Bin mir ziemlich sicher, dass der kein Swipe gehabt hat. Das war die Karte, die er zieht. Eule, okay. Die hat mir gerade einfach das Blessing of Kings zerstört. Aber das Blessing of Kings hat im Grunde nur schon gegen den Druid of the Claw getauscht. Was voll in Ordnung ist. Da werde ich eher schauen, dass ich Minions über ein Hitpoints behalte, wegen einem Swipe, falls er uns kommt. Ein Starfall wäre halt auch sehr unangenehm.
ich glaube, es spielt kein Druid, kein Swipe. Kein Starfall spielt vielleicht manche, aber kein Swipe spielt niemand. Aus der Swipe-Gefahrenzone kommen wir nicht so wirklich raus. Zumindest habe ich jetzt was an Bord, egal ob er Swipe oder Starfall macht. Aber es ist nicht viel. Okay, da haben wir noch einen weiteren Aldor Peacekeeper. Ich kann die einfach alle reintauschen, da brauche ich eigentlich den gar nicht reduzieren. So. So, ist jetzt da der Swipe drin? Swipe hilft dem nicht mehr sonderlich viel. Okay. Gut. 3-0. Geht dahin. Soweit sind 22 Minuten um. Das ist durchschnittlich etwa 7 Minuten pro Game. Da werden sie nur bei ausgehen. Und ich hoffe, sie gehen gut aus. Also gegen einen Druiden muss ich so eine Schwachstelle wie kein Swipe auf der Hand auf jeden Fall ausnutzen. Beim Late Game schaut es ziemlich schlecht aus für mich. Und da will ich auf jeden Fall 1 und 2er Drops. 3 und 4 habe ich genug im Deck für später. Naja, Armani Berserker ist zumindest gut. Vielleicht ziehe ich ja noch einen 1er. Schade. Fairy Dragon oder Armani Berserker? Claw wäre unangenehm für einen Fairy Dragon. Aber nicht unangenehm für einen Armani Berserker. Wrath wäre unangenehm für einen Armani Berserker, aber wäre ein Fairy Dragon egal. Er hat nur ein Coin, das heißt, mit einer Claw könnte er auch den Armani Berserker killen. Dann spielen wir einen Fairy Dragon, der ist zumindest gegen eins davon immun. Okay. Ein Yeti. Ja gut, machen wir halt ein Yeti dann. Kommen wir nicht wirklich rum um den Yeti. Mark of Nature, okay.
Ja, okay. Naja, muss ich auf den draufheizen, leider. Kostet mir zwar jetzt ganz schön, aber ich habe da eigentlich nicht wirklich eine Möglichkeit drumherum. Ich habe kein Silence drinnen. Und ich glaube, man sieht der Mark of Nature so selten, dass es jetzt auch nicht reingeben sollte. Ein Spellbreaker ist zwar sicher nie schlecht, aber ich glaube, der Spellbreaker ist denn nicht nötig in dem Deck. Also für das Innervate, Yeti und Mark of Nature, drei Karten, habe ich jetzt einen Fairy Dragon, einen halben Harvest Golem und einen halben Drusilla Champion getauscht. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich würde sagen, die 50-50 Chance gönne ich mir. Nein! Na gut. Okay. Das Blöde ist, er wird das wahrscheinlich, also nächste Runde nicht überleben. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall ist jetzt ziemlich fett da, Mani Berserker. Swipe. Doch nicht. Okay. Das ist viel weniger lustig, wenn man. Ah, gut. Das ist mir, glaube ich, lieber. So. Jetzt andersrum spielen sein, glaube ich. Wobei, es ist wurscht. Ob ich so rum oder so rum mache, ich habe da einen 20, da einen 20, da einen 21. Bitte kein Starfall. Ich glaube, hätte er Starfall gehabt. Na ja, gut, da der Druid of the. Der Keeper of the Grove ist auch recht gut gewesen gegen den. Force of Nature. Na ja, gut, das räumt auch gut ab. Ja, gut. Nachdem ich sonst nichts gehabt, mache ich lieber ein bisschen Druck mit dem. Jetzt habe ich zwei Schaden verschmissen. Und behalte meinen Abusive Sergeant lieber nur auf. Und zumindest nur ein bisschen einen Trick in der Hand. Aber das war jetzt auf jeden Fall viel. Also ich hätte jetzt den Abusive Sergeant vorher spielen wollen und mit dem Argent, mit dem Defender auf Argus 8 Schaden machen. Ancient of War. Na gut, den kriege ich aber weg. Kann man sogar noch besser weg. So, der Hammer of Raven oder meinen kleinen Typen killen. Ich glaube, ich werde es mit dem Hammer of. Na, machen wir es lieber so. Hammer of Raven.
hat mehr Möglichkeiten noch. Ich hoffe, er hat kein Swipe und steht nämlich ziemlich leer da gegen seine 5 Handkarten. Starfire, okay. Ist zwar auch nicht unbedingt super angenehm, aber passt schon. Harvest Golem. Eins. Harvest Golem. Zwei. Und Angriff. Und das Consecration werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt so brauchen gegen den. Ich befürchte, dass da jeden Moment fette Minions kommen. So, auf dem Level 17 habe ich zwar noch relativ wenig Legendaries gesehen. Ich bin erst seit einem Game in Level 17. Okay. Na, jetzt kriegt er einige Karten. Innovate und was noch? Okay, na, das ist in Ordnung. Das wären jetzt 5, 6, 10, 12 Schaden. Das wäre ein Risiko. Er hat jetzt zwei Karten gezogen, der Ancient of Lore war seine einzige Antwort darauf, auf das, was ich jetzt an Bord habe. Ich kann das Board jetzt ohne Probleme killen mit den beiden und Consecration. Dann ist er auf 10, wenn ich mit dem nur Erm angreife. Nächste Runde hätte er... Na, das ist okay. Was ich machen hätte können, ist, dass ich den nicht mit einem, einfach mit dem True Silver Champion kill. Das war jetzt der Fehler. Hätte man den 3-2er gespart. Das könnte jetzt sogar ziemlich fatal gewesen sein. Ich frage mich, warum ich sowas immer bemerkt, direkt nachdem ich den Klick mache. Okay, da kriegt er nur meinen Heal. Nur Consecration. Ich habe jetzt 7 Schaden hier, 9 mit Consecration. Ja, hätte jetzt mein 3-2er, wäre das schon gut gewesen. Ich hätte zwar dann 15 Hitpoints, aber wäre trotzdem besser gewesen. Ist leider nicht wirklich optimal. Also mit dem 3-2er hätte mittlerweile schon 2 Schaden mehr gemacht als mit dem True Silver Champion. Das heißt, er wäre jetzt auf 4 und ich hätte immer noch einen 3-2er. Also das, wenn ich das Spiel jetzt verliere, liegt es wahrscheinlich an dem äußerst schlechten Tausch. Swipe. Nein! Argent Squire hilft jetzt verhältnismäßig wenig. Du bist zu spät. Ich hätte den in der Stadt und hätte die gebraucht. Das schaut jetzt schlecht aus.
hätte den 3-2er gehabt, hätte zumindest einer meiner Minions das Swipe überlebt. Vielleicht gehen ja mir nur die Handkarten aus. Nein! Okay. Das hätte jetzt, glaube ich, der 3-2er auch nicht mehr rausgerissen. Ich glaube, er wäre auf 1 jetzt gewesen. Komm schon. Ich muss den aufhalten. Aber 6 Runden geht sie nicht aus. Ja, vielleicht. Vielleicht. Nicht wirklich. Fragen, was er nur in der Hand hat, wenn er so wenig spielt. Ja, okay. Ich glaube, da gibt es jetzt kein Rauskommen mehr. Fünf Karten in seiner Hand. Schauen wir mal, wie pingelig er jetzt immer meine 1-1er killt. Vielleicht bringt es mir ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, das wird sie einfach nicht mehr ausgehen. Also Shattered Sun Cleric, warum auch immer ich den geopfert habe, es war ein bisschen dämlich. Aber ich glaube, ich hätte damit nur auf 1 runterbekommen, bevor er seinen Healing Touch gemacht hat. Und das war's. Das war schlecht. Und so ist mein Winning Streak wieder daneben. Okay, 3-1. Ja. Soweit ich das jetzt gesehen habe beim Gegner, war da Force of Nature dabei. Also Rares habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber nicht viel. Also er hat schon einige Basic-Karten gespielt. Er hat zwar Ancient of Lores gespielt und ein Ancient of War. Also der hat eigentlich schon Optionen gehabt. Vielleicht nicht unbedingt Legendaries, aber Epics hat er zur Verfügung gehabt. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut so. Das nehme ich. Ich hoffe, es kommt kein Cleric. Hilft mir der Argent Squire mehr gegen einen Cleric? Nein, bringt mir gar nichts mehr. Okay, kein Cleric. Juhu, dann gehen sie mal dahin. Leper Gnome of Doom. Okay.
Argent Squire und ja. Ich glaube, ich mache lieber die Kartensparmethode. Da hatten wir schon ziemlich viel daheim, wenn er einfach gut abräumt. Dann stehe ich schlechter. Die Sache ist, der Harvest Golem macht auch nicht mehr Schaden wie die zwei zusammen. Lepanon Power! Nächste Runde wäre Shadow Madness möglich. Ich würde sagen, das mache ich so. Erst nächste Runde ist es. Na gut, er hat glaube ich nur ein Coin. Also ziemlich wahrscheinlich kommt jetzt der Holy Nova. Aber die werden wir da ein bisschen unterbinden. Die überlebe ich jetzt sogar ziemlich gut, die Holy Nova. Oh, er hätte eigentlich auch mit seinem Ford Steel hätte man Consecration ziehen können, habe aber Glück gehabt. Da ist die Holy Nova. Die habe ich ziemlich gut überstanden. Die zweite Holy Nova trifft mir allerdings ziemlich hart. Bei so vielen Karten in der Hand kann das. So, warte mal. 5, 10. Na dann. Fast, fast. Ich hab's nur drauf gewartet. Ich weiß es doch eh. Fast hätte ich wieder übersehen, dass ich ihn killen. Ein paar von euch haben bestimmt schon zur Facepalm gegriffen. Okay, 4-1. Minutes to go. Ohne 1er und 2er Drop ist der Argent Protector nicht wirklich klasse. Probieren wir es trotzdem. Ja, hätte den tauschen sollen. Ja, da ist die Rache. Kommt davon, wenn man einen Fehler macht, kriegt man es gleich mitten ins Gesicht gerieben. Schauen wir mal, was bei ihm jetzt kommt. Okay. Dann werde ich den mal pumpen. Das ist der falsche. Und hier abräumen. Das ist nicht unbedingt so super. Ich kann dem seinen Damage reduzieren. Ist eigentlich besser. Also ich hätte zwar jetzt mit dem angreifen können und dann dem Divine Shield geben zum Tauschen. Aber eigentlich ist der Alder Peacekeeper mal jetzt lieber, weil dann habe ich nur einen 3-3er liegen. Anders habe ich einen 2-2er und einen 1-1er. Ist auch in Ordnung. Oh ja, machen wir es lieber so. Den Alder Peacekeeper kann ich im Late Game vielleicht noch besser brauchen.
Oder im Midgame irgendwann. Bin halt jetzt etwas anfällig gegen eine Consecration, das ist das Problem. Ich glaube, er hat keine Consecration. Gut zu wissen. So, das Board ist einmal clear. Nichts zu buffen für dich. Also er spielt viel Divine Shield. Kann sein, dass er das entweder mit einem Blood Knight aufräumen will oder mit Buffs. Wahrscheinlich ein 2-1er? Doch nicht. Okay, dann... Er spürt wahrscheinlich ziemlich viel Divine Shield. Das bringt wahrscheinlich einen Minion wieder zurück ans Leben. Ins. Ja, whatever. Ins. Ohne Consecration ist das schwierig. Da ist der alte Peacekeeper diesmal ein bisschen besser dran. Aber auch nicht so viel besser. Ja, es passt schon. Der alte Peacekeeper macht das schon. Das Blöde ist, der steht jetzt wieder auf. Das taugt mir gar nicht. Aber er hat nochmal einen Hitpoint. Wie mache ich das jetzt? Der überlebt es. Die zwei überleben es nicht. Warum hast du so? Kommt er nur mal. Allerdings mit nur einem Hitpoint. Leider trotzdem ziemlich unangenehm. Consecration überleben bei mir drei Minions gerade. Das ist nur okay. Das mal spielt das Blessing of Kings gleich. Ich habe aber nur einen alten Peacekeeper. Ich könnte ihn einfach über den Weg, über den Haufen heizen mit dem Hammer of Wrath. Ich glaube, den alten Peacekeeper kalte man nur auf. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen Druck. Ihr könnt jederzeit seine Consecration ziehen, von daher behalte meine Minions lieber auf mehr Hitpoints und räume das jetzt mit den Spells weg. Okay. Dann sind wir auf 5-1. Das schaut eigentlich gut aus. Das behalten wir, glaube ich, genauso.
Er ist ein Hunter. Fangen wir mit einem Money Berserker an, weil er war vielleicht dann 2-1 erspielt. Irgendeinen. Achso, gut, das sehe ich gleich. Spicy Apple. Tracking. Na gut. Also ein Money Berserker ist schön gegen Explosive Traps. Ich glaube, ich sollte generell ein Money Berserker wieder öfter spielen, weil er eigentlich echt cool ist. Am coolsten ist er eigentlich eben gegen Consecration, Holy Nova, Explosive Trap, also alles, was 2 Schaden auf alles macht. Dann kommt jetzt mal der Fairy Dragon. Wenn er nicht so aggro spielt. Schauen wir mal, Multishot geht erst auf Runde 4. Scheint nicht so aggro zu spielen. Machen wir so. Dann holen wir nur den Argent Squire. Statt dem Abusive Sergeant. Den Abusive Sergeant nehmen wir lieber zum Tauschen. Vor allem mit dem Squire geht es ihm recht gut. Und Unleash the Hounds. Auwe. Die Combo des Grauens. Ich hätte jetzt gerne Consecration von ganz oben vom Deck, bitte. Na gut, wahrscheinlich wird er eh schon ein bisschen tauschen. Ne? Okay, Knife Juggler. Gut, den benutzen wir gleich. Kann gut sein, dass er nur ein Leash der Hounds hat. Chancen, dass er Explosive Trap hat, ist jetzt auch relativ hoch. Für Explosive Trap habe ich aber einen Defender auf Argus und da das rettet man zumindest den Knife Juggler. Multishot? Okay. Fair enough. Wenn man den beiden ganz links drauf hätte, dann wäre das etwas fies gewesen. Immer fest der Truff. Prügeln wir mal ein bisschen runter. 7 Schaden habe ich nur in der Hand. Naja, eigentlich 11 Schaden insgesamt. Also True Silver Champion werde jetzt nächste Runde ziemlich sicher spielen. Also 7 Schaden geht sich auf jeden Fall nicht in den Armzug aus. Prophet Whalen, yeah. True Silver Champion trifft das ziemlich gut. Schaut soweit ganz gut aus. Also die Minions allein sind 9 Damage, beziehungsweise wenn ihr die Minions habt, dann kann ich ja mal so noch was raufballern mit meinem Silverhand Recruit. Wenn man jetzt nichts sieht, ja, eigentlich ist es vorbei. Ja, vielleicht überlebt das. Okay, so überlebt das nicht. Jetzt muss ich ein bisschen zählen. Also 6 Schaden habe ich da. Das sind 6 Schaden. Wenn ich anspiele, könnt ihr einen 7. Schaden machen. 10.
Es war 50-50 Chance, dass ich den jetzt kill. Naja gut, machen wir es einfach mal. Es ist jetzt eigentlich nicht so tragisch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Runde killen kann. Ich glaube nicht, dass er heilt. Na dann. Dann war's das. Ich kann den zuerst mal abräumen. Okay, 6-1. Eins geht sie nur aus in den 10 Minuten. Ich hoffe, dass wir da gewinnen. In den letzten 5 Minuten auf die Stunde. Vielleicht geht es ja nur Rank 15 aus. Man merkt schon, nach einigen Tagen hat sich das Feld schon ein bisschen aufgeteilt. Hab bis jetzt nur recht wenig Ranked gespielt seit dem Beginn der Season, der Test Season 3. Das gefällt mir ganz gut. 2, 3, 5. Aldo Peacekeeper brauche ich eigentlich noch nicht. Consecration behalten wir mal gegen die ganzen Totems, sollte doch irgendwie Druck machen. Das gefällt mir ganz gut. Das Blöde ist halt, der Schamane hat was relativ Gutes gegen den Fairy Dragon, nämlich einen Rockbiter. Das war schon nicht so schlecht, die Consecration aufzubehalten. Ah, Stormforged Dex. Er hat eigentlich sogar ziemlich viel gute Sachen gegen Fairy Dragon. Argent Protector ist ja ziemlich einfach nur ein Futter für Stormforged Dex, das brauche ich nicht machen. Aldo Peacekeeper wird die Axt und einen Argent Squire fressen. Das war auch nicht wirklich super. Warten wir nur eine Runde. Das sind doch alles nicht so wirklich gute Optionen. Okay. So, wie kommen wir um den Yeti rum? Nicht wirklich gut. Ja gut, der alte Peacekeeper macht das schon. Da brauche ich eigentlich gar nicht so lange schauen. Den Effekt kann man übrigens silenzen. Man kann es eigentlich recht gut sehen, wenn man über Karte drüber sieht, drüber fährt, sieht man unten die ganzen Debuffs. Und das wird eigentlich alles removed, wenn gesilenced wird. Schauen wir mal, wie er jetzt tauscht. Das Healing Totem ist jetzt eigentlich das Unangenehmste, was er liegen haben kann gegen meine Consecration. Protects me.
Okay, legen wir mal den True Silver Champion und räumen wir mal das blöde Totem da weg. Nächste Runde räumen wir alles auf. Das war jetzt eh schon nicht unbedingt der klasseste Tausch gegen das Totem. Nur egal was ich mache, es Totem heilt am besten ziemlich gut rauf. Nächste Runde vielleicht Consecration und True Silver Champion. Plus ein Mani Berserker. Okay. We got a badass over here. Ja, Consecration, damit kriege ich den Yeti weg mit dem True Silver Champion. Das ist aber auch nicht unbedingt so super. Amani Berserker plus Blessing of Kings, was macht das? Der Amani Berserker ist dann 6-7. Ich glaube, es ist die beste Option. Und das andere kriegt er mal jetzt zu einfach weg. Da muss er zumindest mehr Aufwand, außer er hat einen Silence. Und darauf muss ich jetzt hoffen, dass er jetzt einfach keinen Silence hat. Ich meine, es darf mich nicht wundern, wenn er einen Spellbreaker oder einen Earthshock spielt, aber schauen wir mal. Könnte das sein, dass er mich einfach ignoriert, aber das ist dann recht gut für meinen Argent Protector. Okay, naja. So kann er sich natürlich sehr gut aus der Affäre stehlen. Schaut schlecht aus. Ich glaube, wir bleiben heute auf Rang 16. Hammer of Wrath könnt ihr aufs Totem spüren, bringt mir aber nicht wirklich viel. Aber es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, was ich habe. Könnte man zwar Taunts legen, aber es bringt mir auch nicht wirklich viel. 2, 3, 7, ja. Ohne weiteres überlebe ich zumindest der Runde. Aber es kann gut sein, dass ich jetzt hin bin. Dieser Kern-Blatthuf, der ist auch noch ganz schön fett. Oh weh. Also brauche ich jetzt eine zweite Consecration, die wäre sehr gut. Aber selbst dann würde ich es nicht überleben, glaube ich. Naja. Harvest Golem. Argent Protector. Da komme ich nicht mehr raus. Und jetzt heilt er nachher noch alles hoch. Na, er stimmt, der ist ja tot. Den nur weg. Und Harvest Golem. Den spielen wir auch noch. Habe ich mehr Minions draußen, die buffen können mit dem Defender auf Argus oder protecten kann mit dem Argent Protector oder er räumt sie auf. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Leben. Vielleicht hat er einen Lightning Bolt auf der Hand und hat gerade noch einen Spell Damage Totem gesucht.
Aber er ist nur brav am Aufräumen. Da kennt er nichts. Und schon wieder Healing Stream Totem. Hat, glaube ich, dreimal Healing Stream Totem die Runde gekriegt. Ich hätte gern nur Consecration, wenn der schon ständig sein Healing Stream Totem kriegt. Bitte. Na, dann halt nicht. Das ist das dritte Healing Stream Totem. Das gibt's ja nicht. Aber ich werde die Runde nur mal überleben. Ich kenne da nichts. Und irgendwann gehen ihm die Karten aus. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber ich gebe noch nicht auf. Also Consecration hat jetzt echt viel ausgemacht gerade. Er spielt nur Lightning Storm. Lightning Storm. Nur Lightning Storm. Punkt. Na gut. Dann war's das. Okay. Okay, dann war es das jetzt bei 6-2 wieder mit dem Rare Deck diesmal. Jetzt haben wir weiter rauf, können wir auf 16. Und beim nächsten Ranking ein Video zeige ich dann Epic Baller. Den Epic Baller. Okay, dann viel Spaß noch und ciao. Und nicht vergessen, Donnerstag ist Streamtag.